Bio-Freilandbuten, zum Beispiel der Rasse Kelly, lieben die freie Natur. Bei Wind und Wetter, Regen und sogar Schnee sind sie auf der Weide. Als hätten wir es auf eine Beweisführung angelegt, regnete es wie aus Schaffeln, als wir unseren Freilandputenbauern Hans-Peter Bramauer in der Weststeiermark besuchten. Unbeirrt vom Regen tummelten sich die Puten auf ihrer großen Wiese. Herr Bramauer, Bio-Putenbauer aus der Weststeiermark. Jetzt haben wir uns heute ja kein optimales Wetter ausgesucht, oder vielleicht doch, weil jetzt kann man sehen, wie robust die Bio-Puten wirklich sind. Was ist das für Rasse und was ist das Besondere dran? Das ist die Kelly Bronzepute. Sie ist deswegen so robust, weil sie einfach zum Urvogel am nächsten kommt. Was kann die, was die anderen nicht können? Das ist die Robustheit und dass sie einfach langsam wachsend sind. Das wirkt sich natürlich auch auf die Fleischqualität aus. Ja, auf alle Fälle. Das ist einfach kompakt und nicht so hochgezüchtet, einfach weich. Wie schaut die Fütterung aus bei den Bio-Puten? Angefangen von Getreide, Roggen, die ganzen Inhaltsstoffe, was sie so brauchen. Sie kriegen im Winter, wenn sie auf der Auswahlfläche nichts ist, dann kriegen sie von mir eine Luzerne Teegrasmischung. Was ist jetzt streng verboten in der Bio-Putenzucht? Erstens einmal Antibiotika. Ich schaue halt, dass ich wirklich nichts einsetze, nicht einmal Vitamine, gar nichts. Ich schaue, dass ich mit Kleinigkeiten, mit Äste reingeben, wo sie tierische Öle haben, da schaue ich drauf. Also so, dass die Tiere in der freien Natur sich einfach wohlfühlen? Ja, genau. Deswegen sind sie auch vom ersten, zweiten Tag, wie die Witterung ist, bei mir schon die Türen offen, dass sie rausgehen können. Also die Bio-Buten-Rasse Kelly zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie im Freien hauptsächlich sich aufhalten. Ja. Welche Vorteile bringt das für das Tier? Das Stallklima ist schon ganz anders, weil es einfach offen ist. Der Stall ist offen, sie haben immer frische Luft und einfach das frische Gras. Sie haben Abwechslung. Das heißt, sie sind einfach in ihrem sozialen Gefüge zufrieden und harmonisch. Und ja, genau, einfach ruhiger. Die Kelly Bronzepute mit dem Auslauf, das ist artgerecht, artgerechte Tierhaltung einfach. Wie schaut denn so ein Bio-Puten-Jahr aus? Sie kommen mit 5 Wochen und dann haben sie eigentlich, die Türen sind noch immer offen, dass sie in den Freiraum gehen können. Die weiblichen werden ungefähr 19 Wochen und männliche 23, 24 Wochen. Dass sie in den Wald gehen können, also die Bäume, Gras, das ist halt optimal. Wie oft wird dein Hof kontrolliert? Also jährlich einmal von meinem Tierkontrolleur. Einmal von meiner Betreuungstierärztin. Ja, natürlich. Und immer alles in Ordnung? Gott sei Dank.